Ja. Hier sieht man ein intelligentes Objekt, sogenannte Smart Objects. Die können an intelligente Werkstücke angebracht werden und somit das Werkstück durch den ganzen Produktionsprozess begleiten. Zum einen mal sind auf diesem intelligenten Objekt dann Informationen zum Fertigungsprozess, aber zum anderen auch zum Produkt an sich gespeichert. Dieser Produkt-Tag kann ausschauen wie hier in Form eines Smartphones. Dieses Smartphone, das sogenannte Production-Tag, wird direkt an dem Werkstück angebracht und begleitet den Motor, in diesem Fall durch den Produktionsprozess. Zum einen kann das Tag dann entscheiden, welche Zelle das Werkstück anfährt. Zum anderen sind aber auch Programme und Prozesse auf dem Tag gespeichert. Zum Beispiel kann das Product-Tag direkt Informationen an ein Schraubersystem senden, zeigt dem Werker genau, wo er die Schraube befestigen muss, kontrolliert auch, ob die Schraube festgemacht worden ist und sendet dann die Informationen zurück zum Produkt-Tag.